Ja, das sind schlimme Bilder, die uns mal wieder vor Augen führen, welche Kraft die Naturgewalten entfalten können, wenn sie entfesselt sind. Das wirft natürlich die Frage auf, wie es vor allem binnen so kurzer Zeit dazu kommen konnte. Und das wollen wir hier im Studio besprechen mit dem Klimatologen Dr. Carsten Brandt. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schönen guten Tag, Herr Klinner. Wie sind eigentlich diese Fluten, die innerhalb kürzester Zeit, sagen wir mal, Bäche in Flüsse und Straßen in Ströme verwandeln, überhaupt zu erklären? Wir haben feuchtwarme Luft über Mitteleuropa, ein Tiefdruckgebiet, Elvira ist der Name, das bewegt sich kaum. Und wir sprechen dort von bedingter Labilität. Das heißt, wir haben sehr viel Feuchtigkeit in der Luft. Und wenn diese Luft jetzt durch irgendeinen Anlass, hier in dem Fall durch starkes Aufheizen, gestern über Bayern und Baden-Württemberg, gehoben wird, dann können sich innerhalb von einer halben Stunde, Stunde bis maximal zwei Stunden ausgedehnte Gewitterfelder bilden, die dann sich aneinandergereiht ein System, quasi wie ein eigenes System dann sich aufbauen und schwerste, größte Verwüstungen anrichten können, wie wir das jetzt hier gesehen haben. Wie kommt es meteorologisch betrachtet dazu, dass sich einzelne Gewitter zu großen Clustern zusammenschließen? Das ist ja nicht unbedingt der Normalfall. Nein, da müssen extreme Bedingungen, also wie gesagt, feuchtwarme Luft, dann diese bedingte Labilität, das erfordert, wie gesagt, eine bestimmte Situation, ein Tiefdruckgebiet genau über uns, was sich wenig bewegt, bestimmte Bedingungen dann in der höheren Atmosphäre, dass aufgetürmte Gewitterwolken entstehen können. Die erreichen teilweise dann Höhen von 12, 13 Kilometer, sind also unvorstellbar groß. Und wenn diese Bedingungen bestehen, dann plus ein Aufheizen durch die Sonne gestern dann über Bayern zusammen, kann das Ganze dann in bestimmten Situationen so dann ausgehen. Und die Folge sind unter anderem enorme Starkregenfälle. Ja. Nehmen wir mal Schwäbisch Hall heraus. Da ist gestern und über die Nacht so viel Regen pro Quadratmeter gefallen wie sonst in mehreren Monaten zusammen. Dort spricht man schon vom schlimmsten Hochwasser seit zwei Jahrzehnten. Sind das zum Teil auch hausgemachte Probleme? Hat der Mensch dem Vorschub geleistet? Also auf der einen Seite ist es so, dass der Klimawandel sicherlich die Regenmenge pro Ereignis etwas erhöht. Das kann man wohl sagen. Also es ist mehr Wasserdampf in der Luft. Es gibt dieser gesamte Kreislauf der etwas höheren Temperatur fördert das Ganze. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, spielt eine ganz große Rolle, wie wir leben, wie wir umgehen mit der direkten Umgebung. Denn wir müssen mal schauen, wie sieht wirklich unser direktes Umfeld aus, wo wir wohnen. Das würde ich auch jedem mal empfehlen. Wie sieht das Bacheinzugsgebiet aus? Beispielsweise Landwirtschaft, Folientunnel, Erdbeer, Spargel. Wenn dort jetzt 100 Liter Wasser pro Quadratmeter drauf fällt, dann rauscht das natürlich sofort. Kann nicht versickern. Gehen wir zum Beispiel auf die Wiesen, dann hat man vielleicht eine kahlgeschorene Wiese auch im Garten. Auch da fließt das Wasser schnell fort ab. Gehen wir in die Fichtenwälder rein, auch dort. Die Fichte kann auch nur bestimmte Mengen speichern. Beste sind Laubmischwälder. Also ich empfehle ja wirklich so einen Bachspaziergang. Wir machen das auch selber häufig und gucken uns mal diese Einzugsgebiete an. Wie sicher ist das? Wie hochwassersicher ist das? Und dann kann man mit eigenen Augen sehr schnell sehen, wo liegen hier vielleicht Probleme vor, und dann kann man so etwas zumindest abmildern. Und besonders schlimm sind die Folgen dieser Gewitter in einem Ort, der das Wort Bach sogar im Namen führt, nämlich Braunsbach in Baden-Württemberg, liebe Zuschauer. Unser Reporter Jens Niesing hat über den Morgen versucht, in den Ort zu gelangen, was sich anfänglich schwierig gestaltet hat, aber inzwischen ist er da und schildert so die Lage. Man muss sich vorstellen, sie sind ja überhaupt nicht vorgewarnt worden. Es gab Starkregen, so wurde es angekündigt. Und dann um 20 Uhr, da ging alles in Sekundenschnelle. Eine 4 Meter hohe Schlammlawine ist da durch den Ort gerast, von unten vom Berg runter. Und hat, wir haben es ja gerade eben gesehen, hat mit sich gerissen, was mit sich gerissen werden konnte. Den Schaden, den hat die Polizei noch nicht beziffert, aber er geht auf jeden Fall in die Millionen. Es sind auch Menschen weggebracht worden, viele können nicht in ihren Häusern bleiben, vorerst. Das heißt, mehr als 100 werden so versorgt und vor allem auch psychologisch betreut. Braunsbach kenne ich sonst als einen sehr fröhlichen Ort. Man ist hier gerne beispielsweise als Radtourist, hält sich gerne auf, aber die Menschen sind doch sehr bedrückt, aber vor allem das Aufräumen hat begonnen. Die vorläufige Bilanz ist, dass dieser Schaden in die Millionen gehen wird, und außerdem ist bekannt geworden, dass mehr als 300 Helfer die ganze Nacht und bis jetzt im Einsatz waren und auch noch im Einsatz sind, und wann das Ganze hier wieder hergestellt sein wird. Es sind ja Risse in den Wänden beispielsweise, in den Häusern, das steht noch in den Sternen.
Tja, soweit Jens Niesing mit wirklich niederschmetternden Erkenntnissen aus Braunsbach, wo die Menschen offenbar gar nicht vorgewarnt worden sind. Sie scheinen regelrecht überflutet, überwältigt worden zu sein. War das ein Versäumnis? Also man muss zwei Dinge unterscheiden. Also es gab gestern Wetterwarnungen für auch für dieses Gebiet. Also das ist auf jeden Fall, wir haben das selber verfolgt, also ich kann selber sagen, auch für Bayern, Baden-Württemberg entsprechende Unwetterwarnungen gab es. Es ist natürlich so, dass eine Unwetterwarnung häufiger vorkommt. Und dann passiert natürlich nicht immer so etwas hier. Hier kam in dieser Gegend extrem viel Regen runter. Und das war sicherlich nicht so abzusehen, weil die Sachen sehr kleinräumig dann sind. Auf der einen Seite, wie gesagt, haben wir sehr groß über Bundesländer hinweg sehr große Regenmengen. Mhm. Aber an dieser Stelle war es dann noch etwas mehr. Wir reden ja teilweise von 100, 150. Ja. Und das vorherzusagen und dann so einen kleineren Bachlauf kurzfristig zu warnen innerhalb im Minutenbereich. Ich kann verstehen, dass die Menschen das sich wünschen, aber das ist doch im Augenblick teilweise auch außerhalb der Möglichkeit. Das heißt, wenn innerhalb so kurzer Zeit so viel Regen fällt, dann muss im Prinzip auch jede konventionelle Hochwasserschutzmaßnahme kapitulieren? Also in dem Ereignis, das muss man vielleicht auch sagen, man kann sicherlich viel selber tun und auch eine Gemeinde kann viel tun für die, sage ich mal, die mittleren Starkregenereignisse. Da kann man aber für so etwas ist man wirklich dann machtlos, weil dann einfach ab einer gewissen Regenmenge pro Quadratmeter ist es einfach zu viel Wasser in zu kurzer Zeit und da muss man dann irgendwo kapitulieren. Aber letztendlich kann jeder auch selber noch ein bisschen gucken. Es gibt entsprechend auch vom Bundesämtern Unterlagen, wo man auch selber gucken kann, was sollte ich da haben, wie kann ich mein Haus auch schützen, dass jeder vielleicht auch selber daran denkt, ein bisschen sich vorzubereiten, weil die Unwettersaison fängt ja gerade erst an. Wir haben noch 30 Sekunden, ein letzter kurzer Ausblick auf die nächsten Tage. Der Deutsche Wetterdienst warnt schon vor Unwettern in ganz Niedersachsen. Heute geht das jetzt so weiter? Ja, also die Gefahr ist nicht vorbei. Bayern, Baden-Württemberg, heute Ruhe. Aber heute ist der Norden eher dran, Niedersachsen, aber auch möglicherweise Brandenburg, Ostdeutschland. Und die nächsten Tage, die Wetterlage bleibt weiterhin gefährlich. Ich hoffe nicht so dramatisch, aber sie bleibt doch unberechenbar die nächsten Tage. Die Hoffnung des Klimatologen Dr. Carsten Brandt. Bitte schön. Herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Und wir, liebe Zuschauer, sind zumindest vor Ort mäßig schon wieder am Ende.